Heute beginnt meine letzte Woche in Wien. Bin nicht gut vorbereitet für die Prüfung. Ich habe noch nichts an Klamotten eingepackt. Wie soll das funktionieren? Ich musste definitiv bei manchen Fragen raten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute beginnt meine letzte Woche in Wien, meine letzte Woche vom Auslandssemester und ich wollte euch auf jeden Fall bei dieser letzten Woche mitnehmen. Es steht nämlich einiges an. Heute ist Montag und morgen, also am Dienstag, schreibe ich meine Financing-Klausur für den Kurs in Wien. Am Donnerstag schreibe ich eine Klausur in Digital Production für den Kurs in Wien. Und am Freitag ziehe ich zurück nach Deutschland. Das heißt, ich muss die ganze Woche über mein ganzes Zimmer wieder einpacken und alles. Und dann muss ich parallel noch an der Technik-Seminararbeit schreiben für die Uni in Deutschland. Das heißt, ich habe einiges vor und ihr werdet das alles in diesem Vlog sehen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal in den Montag, starten in die Woche und ich mache mir erstmal einen Kaffee. I'm not trying to slow down. You know, always been wanting to change. Meine Prüfung fängt gleich an. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir gerade noch Kaffee und Frühstück gemacht, werde das jetzt noch essen und dann warten, bis es losgeht. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, einfach weil ich nicht so gut vorbereitet bin. Das kann man ja auch mal sagen. Man kann ja nicht für alles immer gut lernen. Ich bin nicht gut vorbereitet für die Prüfung, aber ich werde das Beste draus machen. So, die Prüfung ist geschafft dafür, dass ich nicht wirklich vorbereitet war. War es eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, ich habe bestanden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Packen an. Oh, Janina ruft an. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Rechts ist dann dieser Koffer. Also ich bin gerade mitten im Packprozess und ich schwanke gedanklich die ganze Zeit zwischen, oh mein Gott, es passt ja alles easy rein, es wird gar kein Problem, alle Sachen wieder mit zurückzubringen. Und im nächsten Moment denke ich mir so, ich habe noch nichts an Klamotten eingepackt, wie soll das funktionieren? Aber ich bleibe einfach mal optimistisch, weil ich muss es ja irgendwie alles reinbekommen, es muss ja alles mit zurück.
gefragt, ob ich mehr zum Thema Bücher teilen kann. Deswegen dachte ich mir, binde ich in den heutigen Vlog einfach mal ein, was ich momentan so lese. Ich lese immer ein fiktionales und ein nicht fiktionales Buch. Und das fiktionale Buch, das ich gerade lese, ist Die hochsensible Frau von Alina Schwarz. Genau, da geht es ums Thema Hochsensibilität. Habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Ich bin jetzt fast durch und ich muss sagen, dass ich mich an vielen Stellen wiedererkenne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als hochsensibel labeln würde oder so, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich so ein bisschen in das Thema einzulesen. Und den Roman, den ich gerade lese, ist Leben von Uwe Laub. Da bin ich jetzt fast durch mit. Und da geht es halt um das Thema Artensterben und wie die menschliche Existenz davon bedroht ist. Und ich finde, es hat sich mega interessant angehört. Aber ich muss sagen, es hat mich nicht so gepackt. Also ich finde, es wurde nicht das ganze Potenzial davon ausgeschöpft. Also mal sehen, was jetzt noch am Ende passiert, aber bis jetzt bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan davon. Genau, das sind die zwei Bücher, die ich gerade lese. Ich habe übrigens echt nicht mehr viel vor heute. Ich wollte die Folien für die Prüfung morgen nochmal durchgehen, mir gleich was zu essen machen. Später gehe ich noch spazieren, aber sonst passiert hier heute nicht mehr viel. Deswegen würde ich sagen, springen wir zu morgen, meinem letzten Tag in Wien. Guten Morgen, Leute. Meine Prüfung fängt gleich an. Ich bin wie immer ausgerüstet mit Kaffee und Frühstück und ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Das ist die fünfte Prüfung und meine letzte Prüfung. Und mir ist eben im Bad aufgefallen, dass es auch meine letzte Prüfung komplett im Studium ist. Weil, also denke ich mal, weil nächstes Semester habe ich ja nur die Bachelorarbeit und das Abschlussfilmprojekt. Und da gibt es ja keine Prüfung an sich. Also crazy, ist meine letzte Prüfung. Ich habe jetzt noch kurz ein bisschen Zeit, bevor die Prüfung losgeht, werde essen. Und falls ihr euch übrigens fragt, warum ich bei jeder Prüfung dasselbe Oberteil anhabe. Ich hatte das bei der ersten Prüfung an und die lief gut. Und dann hat mein abergläubisches Gehirn so gesagt, so, ja, zieh die einfach bei jeder Prüfung an und dann kann gar nichts schief gehen. Deswegen habe ich schon wieder diesen Cardigan an. Aber gut, ich schreibe jetzt die Prüfung und danach müssen wir den kompletten Rest einpacken. Dieses ganze Zimmer irgendwie in die 12 Koffer bekommen. Meine letzte Prüfung ist jetzt auch geschafft. Also ich weiß nicht, ob ich sie geschafft habe, aber ich habe sie zumindest abgelegt. Es war Multiple Choice und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Multiple Choice manchmal schwieriger, als wenn man einfach so frei auf die Antworten, auf die Fragen antworten könnte, weil ich zerdenke es dann immer und denke dann, es ist komplizierter, als es eigentlich ist. Also ich musste definitiv bei manchen Fragen raten, aber ich hoffe, dass es zum Bestehen reicht. Die Realität, wenn man solche Szenen filmt, man muss immer wieder zurück, um die Kamera zu holen. Darling, you.